Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco und ich durfte mal wieder ein Schiff von Kobi bauen. Das macht mir ja immer großen Spaß. Leute, die uns auf Instagram verfolgen, haben vielleicht auch schon einen kleinen Clip gesehen, in dem ich einige Teile dieses Sets zusammenfüge. Wie immer, coole Bautechniken. Ich finde sogar, und ich habe zu Hause schon 7 weitere Kobi-Schiffe. Es ist bisher das raffinierteste Kobi-Set, was die Techniken angeht. Sie werden einfach noch immer besser. Es ist unglaublich. Ein schwerer Kreuzer der Admiral Hipper-Klasse wird auch der glückliche Prinz genannt, denn dieses Schiff hat im Zweiten Weltkrieg einige Feindfahrten hinter sich gebracht und alle mehr oder weniger unbeschädigt überstanden. Anders als die meisten anderen deutschen Großkampfschiffe. Ja, kommen wir kurz zum Karton. Das ist ein Set der Historical Collection. Hat auf der Rückseite wie immer so 1-2 Originalfotos und einige Fakten zur Länge, zur Bewaffnung. In Dienst 1940 bis 1945, jawohl, 212 Meter war es lang und die Bewaffnung waren 8 20,3 Zentimeter Geschütze. Für Kreuzer tatsächlich schon ein schweres Kaliber. Wenn man bedenkt, die Scharnhorst als Schlachtschiff hatte 28 Zentimeter, da ist nicht mal so viel Unterschied. Deswegen galt das Schiff auch als schwerer Kreuzer. 4 Türme, Turm A bis Turm D. Und es ist ein neues, aktuelles Kobi-Set mit lauter Prints, keinem einzigen Sticker. Ich habe die Prints gezählt, ist eine glatte Zahl, 50. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Set enthält 50 Prints. Und einige davon sieht man auf den ersten und auch auf den zweiten Blick gar nicht. Das finde ich bei Kobi immer wieder cool. Kleines Beispiel, hier der Bug. Das hier ist ein schwarzer, sind zwei schwarze 1x4 Plates. Naja, nur dass sie hier unten an den Seiten, auf beiden Seiten rot bedruckt sind, damit sie diese rote Linie hier unten ergeben. Also Plates auf der Seite bedruckt. Klasse. Die hier auf der Seite in 2 unterschiedlichen Farben bedruckt. Und obendrauf machen wir noch einen roten Print dazu. Warum auch nicht? Man kann's ja. Das ist schon ziemlich großartig. Also da geht Kobi mit großen Schritten nach vorne. Wir haben bei diesem Schiff auch vorne wie hinten so eine rote Binde mit einem, ja, was ist das? Balkenkreuz oder so, mit einem speziellen Kreuz. Das ist historisch fast akkurat, aber ganz ehrlich, Hakenkreuze will ich bei so einem Produkt nicht sehen. Deswegen ist das so, ja, in Ordnung. Man hätte es auch ganz weglassen können. Die Bismarck hatte solche Binden, glaube ich, auch. Das haben sie bei dem Modell aber nicht gemacht. Hier haben sie es jetzt gemacht. Gut, in Ordnung. Was gibt's zu dem Set sonst so zu sagen? Wir haben hier hinten 3 Schrauben. Das ist alles historisch akkurat. Das Schiff hatte Torpedowerfer, die sieht man hier und hier angedeutet. Die sind nicht schwenkbar, aber das hier sollen die Torpedowerfer sein. Das haben sie mit so Modified Plates gemacht, die sie nach oben rausgebaut haben, um so 3 Röhren nebeneinander darzustellen. Ja, pfiffige Idee. Und wie gesagt, überall Prints. Ich will euch mal einen ganz besonderen noch zeigen, den ich witzig finde. Das hier ist ein 2x2 Brick und der Brick ist hier schwarz bedruckt. Warum sie da jetzt nicht einen schwarzen 1x2 und daneben einen weißen 1x2er genommen haben, weiß ich nicht. Das wäre auch so stabil genug gewesen, aber nein, sie haben einen weißen
2x2er, da schwarz bedruckt. Blöderweise haben sie es hier gegenüber an der gleichen Stelle nicht gemacht. Das heißt, hier ist es weiß, wo es eigentlich schwarz sein sollte. Aber seht ihr hier am Rand so ein schwarzes Etwas? Im 90-Grad-Winkel ist das Teil, ich muss es euch mal so zeigen, ist das Teil nämlich tatsächlich bedruckt. Und ich weiß nicht ganz, warum Kobi das jetzt genau so gemacht hat. Also ich kann es so einbauen. Und wenn ich das jetzt hier drehen würde, wäre hier das auf der falschen Seite. Also ich kann es so einbauen. Oder wenn das die Schokoladenseite des Sets sein soll, könnte ich es so einbauen. Warum dieses Teil also auf zwei Seiten so bedruckt ist und auf den anderen beiden nicht? Warum es nicht auf der Seite bedruckt ist und hier gegenüber auch? Oder warum man nicht einfach zwei 1x2er genommen hat, einen schwarz und einen weiß, erschließt sich mir nicht so ganz. Denn hier oben drüber wird das Ganze nochmal mit Teilen verbunden. Damit wäre das wieder eingefangen worden. Also es wäre nicht instabil gewesen deswegen. Das sind so Geheimnisse, das wissen nur die Jungs bei Kobi. Aber, naja, witzig, dass das Teil bedruckt ist. Auch hier beispielsweise diese Kommandobrücke hier bedruckt. Das sind sogar zwei Teile, die bereits gemeinsam zusammen bedruckt ab Werk so in der Packung sind. Das ist ja eine 2x2 Fliese und ein 1x2 Bracket daneben. Und die werden zusammen so bei denen bereits bedruckt und dann so ausgeliefert. Also sind das war so als Block bereits in einer der Tüten. Es gibt 5 Bauschritte. Da das ganze Set 1790 Teile, glaube ich, hat, sind die Bauschritte nicht allzu groß. Typisch bei Kobi, die vorherigen Bauschritte sind ausgegraut. Die aktuellen Teile sind in der richtigen Farbe. Und Kobi weist auch immer darauf hin, wenn es Teile in verschiedenen Varianten gibt. Ich habe es ja schon einige Male gezeigt. Ich zeige es trotzdem. Wir haben auch neue Leute bei uns im Kanal. Wenn es verschiedene Varianten gibt, werden die hier mit so einem Buchstabencode markiert. Und dann wird immer ganz klar gemacht, was gerade verbaut wird. Das ist insbesondere wichtig bei den ganzen Masten. Die finde ich in der ersten Bauanleitung nicht. Da muss ich in die zweite gehen. Bei den ganzen Masten, da gibt es nämlich verschiedene Längen. Und da hat man dann hier mal die Länge N und hier hat man die Länge P und woanders hat man die Länge U. Also nur damit die Masten dann auch stimmen. Okay. Schwierigkeiten beim Bau hatte ich fast nicht. Ich habe einmal 2 Teile vergessen. Ausgerechnet an der Stelle, an der ich den Instagram-Clip gedreht habe, da fehlten dann hier noch so 2 1x8 Plates. Da habe ich dann die Rumpfteile nochmal auseinandergebrochen, habe die Teile wieder dran gepackt, habe es wieder zusammengefügt. Naja, passiert nicht. Ich glaube, hier vorne war es. Ansonsten gab es keine großen Schwierigkeiten. Kobi macht das Gleiche, was es immer macht. Sie schmuggeln irgendwie noch Teile in die Anleitung rein, an der Stelle, an der ich es nicht vermute. Und dann passiert es mir gerne, dass ich was vergesse. Ja, gut. Ich habe mir die Stelle nicht gemerkt, aber es gibt hier eine Stelle, wo man einen ganz großen Teil des Rumpfs sieht. Und sie schmuggeln dann noch so einen Teil in einer Farbe mit dazu, das sich von diesem ausgegrauten Bereich des Rumpfes nicht abhebt, so gar nicht abhebt, weil es dieses Kobi Very Light Bluish Gray ist. Und damit erwischen sie mich dann. Dann bleibt dann am Ende des Bauschritts bleiben noch Teile übrig und ich frage mich, Mensch, wo gehören die jetzt hin? Und dann blätter ich zurück und finde es dann irgendwann. Natürlich fällt es mir jetzt, es kommt, glaube ich, gleich. Ja, hier. Also, ohne diesen roten Pfeil würde man es wirklich nicht sehen. Da kommen 2 winzige, sehr helle Teile vor diesen blauen Hintergrund dazu. Und das übersieht man dann schon mal. Ja, was gibt's zu dem Schiff noch zu erzählen? Wie gesagt, der glückliche Prinz. Die erste große Feindfahrt war Unternehmen Rheinübung. Da fuhr das Schiff zusammen mit einem noch etwas bekannteren Schiff, der Bismarck,
in den Nordatlantik. Sie hatten ein kurzes Zusammentreffen mit britischen Kriegsschiffen. Die HMS Hood ist nach einer Magazinexplosion sehr schnell gesunken. Die Bismarck verlor dann Öl, musste wieder zurück in Richtung Frankreich und die Prinz Eugen fuhr allein weiter. Irgendwann war die Prinz Eugen auch in Frankreich und sollte dann von dort aus zurück nach Deutschland. Und man hat einfach die Abkürzung genommen durch den britischen Kanal, gemeinsam mit der Scharnhorst, die es ja von Kobi auch gibt und die ich auch zu Hause habe, gemeinsam mit der Scharnhorst und ihrem Schwesternschiff der Gneisenau. Das war nach Jahrhunderten das erste Mal, dass es eine fremde Macht geschafft hat, mit einer Flotte durch den Ärmelkanal zu fahren, obwohl sie mit Großbritannien verfeindet waren. Denn eigentlich kontrolliert Großbritannien den Ärmelkanal ziemlich gut. Es gibt Flugplätze in der Nähe der Küste, die haben dann auch entsprechend Torpedobomber gestartet und so. Aber die Deutschen haben sie so weit überrascht, dass sie es tatsächlich durch den Kanal durchgeschafft haben. Gut, in Ordnung. Die Scharnhorst lief mal auf eine Seemine, aber auch das hat die Prinz Eugen gut überstanden. Hat sie was gebracht? Nö. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel sie per Losentscheid an die Amerikaner. Und die haben sie dann benutzt, um im Bikini-Atoll zu testen, was Atombomben denn so mit Kriegsschiffen anstellen. Die wurde dann noch in ein anderes Atoll geschleppt und ist dann gesunken. Nicht, weil die Atombomben sie zerstört hätten. Das hat sie alles ziemlich unbeschadet überstanden. Nur hier hinten, da wo diese Schiffsschrauben quasi in den Rumpf eindringen, diese Dichtungen, die waren durch die Unterwasserexplosion etwas leckgegangen und von dort hinten aus lief sie nach und nach voll. Und da die volle Alpha-Strahlung war von den Explosionen, hat man sie dann sinken lassen. Die liegt immer noch quasi so, sodass diese Schraube sogar aus dem Wasser herausragt, in flachem Wasser in einem Atoll im Südpazifik. Tja, so kann es passieren. Was dem Schiff hier fehlt, ist das Katapultflugzeug. Da hat sich Kobi gedacht, ja, das brauchen wir hier jetzt nicht. Wäre sowas wie die, den deutschen Flugzeugträger hat, die Graf Zeppelin kann da ein Flugzeug draufsetzen. Oder ihr baut euch einfach ein Flugzeug, das noch besser passt. So ein Wasserflugzeug mit Kufen. Und wenn ihr wissen wollt, wie man sowas in dem Maßstab bauen kann, dann guckt euch doch mal die Anleitung unserer Bluebricks Special Version der Prinz Eugen an. Zweimal das gleiche Schiff. Einmal nur mit normalen Noppensteinen gebaut, so wie man sie von vielen Herstellern kennt. Und einmal mit ganz vielen Kobi-Spezialteilen und ganz vielen Prinz. Was wir hier allerdings haben, ist ein Wasserflugzeug. Das besteht nur aus ein paar Teilen. Die Bauanleitungen bei uns sind kostenlos, wisst ihr ja. Und das Wasserflugzeug, das würde jetzt hier, glaube ich, auch eine ganz gute Figur machen. Das könnte man hier so draufsetzen. Und schon hätte das Set ein Flugzeug. Ne? Kann man machen, wenn man will. Unsere Prinz Eugen ist vergriffen. Und da es jetzt von Kobi auch ein solches Schiff gibt, werden wir unsere Prinz Eugen zunächst nicht nachproduzieren. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, das weiß ich jetzt noch nicht. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Set. Ich hatte beim Bauen viel Spaß. Und es ist 73 cm lang, 8,5 cm breit und 21 cm hoch. Der schwere Kreuzer Prinz Eugen, die Kobi Set Nummer 4823. 120,95 € kostet es. Der Bau war für mich in weiten Teilen entspannt. Hier oben bei den Masten wurde es dann ein bisschen komplizierter. Ich würde sagen, ein guter Durchschnitt insgesamt. Ich habe noch einen Bautipp für euch. Wer, wie eigentlich auch ich, wenn man solche Stangen hat, die in ihre Stangenaufnahmen immer maximal tief reinsteckt, weil man denkt, das soll ja so sein, die Stangen müssen da tief rein, wird bei diesem Set fluchen. Ich hatte diese Fluchmomente bereits bei dem Mast der Scharnhorst, deswegen war ich hier etwas schlauer und habe sie erst ein ganz kleines Stückchen reingesteckt. Und das ist auch besser so, denn das hier, dieses Schräge hier und auch das hier über den Beiboden hier,
Das passt nur, wenn die wirklich, ihr seht, die sind nur so einen halben Millimeter drin, nur dann ist der Abstand richtig. Wenn ich das jetzt ganz tief reinschiebe, ist der Abstand zu gering. Bei diesen Teilen hier kriege ich die wieder raus. Aber bei so etwas, was man hier hat, wenn ihr da eine Stange tief hineinsteckt, kriegt ihr die ohne Zange und ohne Kratzspuren an den Stangen nicht mehr raus. Dann ist alles aus. Deshalb achtet drauf, hier bei diesem Mast, bei diesen Verstrebungen hier, nur ein ganz kleines Stück reinstecken, erstmal probieren, wie es passt. Und in meinem Fall hat es dann schon gepasst, also noch tiefer in diese Stangenaufnahmen rein wäre zu viel gewesen. So, stimmt wieder alles. Ja, ist ein schönes Schiff, hat viel Spaß. Und das Einzige, was keinen Spaß macht, sind diese Ankerketten. Da muss man immer 20 von diesen kleinen einzelnen Ankerelementen zusammenstecken. Ich meine, es ist ja schön, dass es keine so Fertigkette ist mit einem runden Einser am Ende, sondern dass das hier so einzelne Elemente sind hier. Aber die zusammenzufummeln, ihr wisst, macht nicht wirklich Spaß. Das hier ist übrig geblieben. Warum das übrig geblieben ist, weiß ich nicht genau. Es fehlt hier unten aber nicht, deswegen hatte ich in der Hinsicht vielleicht einfach Glück. Was wir auch wieder haben, sind einige dieser Einzelnoppen. Die sind hier auch überall verbaut. Die perfekten Baurichtungsumkehrer. Und wenn euch diese Einzelnoppen gefallen, wir haben solche Noppen ebenfalls als Partpacks. Ich glaube 200 Stück in einem Partpack. Ich werde das unter dem Video verlinken. Was könnt ihr mit solchen Dingern machen? Das macht Kobi hier auch ständig. Man kann damit auf engstem Raum die Baurichtung umkehren. Um 180 Grad. Das ist richtig cool. Was Kobi auch hat, da der grüne war doppelt, sind solche winzigen Teile, die hierhin gehören, um Backbord und Steuerbord zu kennzeichnen. Also schon ziemlich cool. Jede Menge Spezialteile, natürlich auch hier beim Rumpf. Das ergibt die schöne, glatte Rumpfform. Kann man nichts sagen. Ist halt Modellbau, der ohne Kleber auskommt, sondern mit so einer Bauanleitung. Bei solchen Sets finde ich das schon sehr in Ordnung. Und wie gesagt, 50 Prints. 50. Ich muss das nochmal kurz erwähnen. Alles hier ab Mitte der Seite, die untere Hälfte, sind bedruckte Elemente. Das ist eine ganze Menge. Und da muss man schon mal sagen, Hut ab. Da geht Kobi wirklich nach vorne. Das finde ich toll. Ja, und für heute war es das damit auch schon aus dem Noppenstein-Studio. Die Bismarck und die Scharnhorst sind momentan bei uns nicht vorrätig, aber im 2021er Kobi-Katalog noch enthalten. Ich bin also sicher, dass Kobi diese Sets nachproduzieren wird und dass wir die dann auch wieder bestellen können. Bei mir zu Hause habe ich jetzt gemeinsam mit der Graf Zeppelin bereits 4 solche deutschen Großkampfschiffe. Die machen sich sehr gut neben meiner Yamato, der Missouri, der USS Enterprise, der Warspite. Und mal schauen, was da jetzt noch kommt. Die HMS Belfast ist von Kobi angekündigt. Die dürfte auch bald bei uns eintreffen. Ratet mal, wer sie baut. Jawohl. Ja, bleibt mir nur noch euch viel Spaß beim Bauen zu wünschen. Macht's gut. Tschüss. Ach ja, so sehen dann Torpedorohre aus, wenn sie schwenkbar sind. Hier unten sind sie auch.